Gerade weil er schwarz ist, Alter. Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Mette Power League. Und zwar zur zweiten. Und ja, Chicago Fire gegen die Rangers. Wie wir im letzten Spiel schon gehört haben, haben die Chicago Fires gegen Exeter City unentschieden gespielt. Und da kann ich mich an diesen Mann noch erinnern, Edward. Oh ja, der spielt jetzt fix Start. Ja, Rangers haben ihr erstes Spiel verloren. Die hängen hinterher in der Liga noch. Oh! Biddle umgerannt. Für das ist auch gut, Kopfbälle. Oh. Schön kann der's. Ja, die Rangers müssten sich jetzt beweisen natürlich. Wollen eben auch, so wie Celtic eben, wäre ein gutes Spieler mal, um auch zu zeigen, wo sie hinwollen in der Liga dieses Jahr. Wollte gerade sagen, der große Bruder hat ja schon quasi vorgelegt. Oh, das habe ich jetzt, glaube ich, zum Spieler von mir. Im Dunkeln. Ja, im Dunkeln ist das wirklich scheiße, ja. Ah! Schade. Na schön. Ah, oh, der war wichtig. Oh. Ja, Nikolic, der ist gefährlich, das hat man schon gesehen. Ja, Chicago Fire spielt das gut. Oh! Da hat sich der Goalie verschätzt. McGregor. McGregor dachte, der geht vorbei, sonst wäre er sicher nachgesprungen. Oh, schade. Oh, da geht nicht gleich mit. Ja. Shit. Zweites Abseits. Oh, schön. Ah. Ja, trotzdem, Chicago Fire tritt jetzt hier irgendwie ganz anders auf. Ja, viel aggressiver. Hat noch nicht den ganz großen Wurf gebracht, aber die beste Chance im Spiel. Allemal. Ja, muss auch sagen, ein bisschen mehr dominierender. Bis jetzt kann sich die Rangers nur über Konter befreien. Oh, das war schön. Oh. Kennt. Der war schön! Oh. Der hat gepasst! Der Altstar. For the visitors, number four, Graham Doran.
Ja, das war jetzt ein bisschen gegen den Spielverlauf. Oh, da passt man nicht gut vom Flanken an. Oh. Und Kent! Uiuiui, Chicago Fire. Jetzt ist es völlig gegen den Spielverlauf. Schönes Solo von ihm. Ja, macht ein gutes Spiel. Beiden Treffern jetzt beteiligt gewesen somit. Ja, das ist jetzt natürlich bitter für die Chicago Fire. Die dürfen natürlich den Kopf nicht hängen lassen. Müssen sich vielleicht jetzt noch in die Pause, so nicht retten, möchte ich jetzt nicht sagen, spielen. Um da das dann nochmal zu analysieren, was da jetzt die letzten Minuten nicht so gut gelaufen ist. Oh. Da sieht man ihn auch wieder aktiv im Geschehen. Dauer 1. Ah, was macht man da? Ja, probieren wir es. Ist nicht ganz seine Position, aber probieren wir es trotzdem. Noch ein bisschen mehr Offensiv-Power. Oh. Jetzt wollte er nicht das, was ich mache. Ja, gut. Na, Alter. Flanke an. Oh, Gott sei Dank hat er nicht hingang. Und Chicago probiert es wieder. Und jetzt muss man wieder Defensivleistung zeigen. Habe ich mal gedacht. Oh. Oh. Und kann der jetzt?
Das gibt's nicht, Alter. Stehen unter Druck und machen immer die Tore. Das gibt's echt nicht, Alter. Dauerns mit dem Assist. Puh. Was kann ich da noch machen? Entschuldigung. Kein Problem. Okay. Ja, Chicago in der Krise. Geschlechtig. Naja, Krise will ich es nicht nennen, ich weiß nicht. War ein sehr gutes Spiel eigentlich. Nur jetzt zum Beispiel, da kann sich wieder Morales gut durchsetzen. Das Umschaltspiel von Chicago klappt, glaube ich, noch nicht so gut. Puh. Nordfeld springt da in die Bresche. Ja, ein Tor mehr. Und Exeter ist nicht mehr auf Platz, auf dem letzten Platz. Ah. Ja, geht jetzt Chicago die Puste aus. Jetzt drücken doch die Rangers dann mehr. Oder war schon. Oh, Jude McGregor. Stark. Schön herausgespielt. Stark gehalten, Nikolic. Und Gordon. Yes. Eingewechselt und schon gestochen. Na gut, jetzt gibt's noch die Wechsel bei den Rangers. Genau, ein bisschen Zeit noch verstreichen lassen. Kent und Dowens verlassen den Platz.
Paul Murphy. Oh. Hat sich noch verletzt. Morelos verletzt sich. Sieht nach gleichem Spielergebnis aus wie bei Exeter. Na, bei Exeter war es 4:1. Ah, da war es 4:1. O'Connor! Oh. Ist er vielleicht der neue Mann? Puh. Ja, aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Sehr kopfballstark. Ja. Ja, 3:2 und dann schaut das Ergebnis gar nicht mehr so schlimm aus und so schnell kann es auch gehen. Chicago leider zu spät ein bisschen dran gewesen. Wir können übrigens ja, wenn man das Heimsieg gewusst feiern. Hätte, dass der so zündet. Na gut, also das Spiel stand nach 2 Runden in dieser Liga lautet Celtic auf der 1 mit 4 Punkten, genauso wie Venedig und Lincoln City. Dann auf der 4 Rangers mit 3 Punkte, 5, 6 und 7 teilen sich Krakow, Paris und Pogonstetten mit 2 Punkten und 8er, 9er, 10er, Chicago Fire, Sportfreunde Lotte und Exeter City mit jeweils einem Punkt. Ja, die Leute gehen in die Kabine und das sind jetzt die Highlights. Meine 7. Minute, Vincent mit der ersten Karte. Ja, 35. Minute, dann da die Flanke auf Dowens. Wunderschön der getroffen. Keine Chance von Goli. Minute kennt mit diesem schönen Solo aus sehr spitzen Winkel dann noch abgezogen. Ja, super Tor. Und der 45. Torrens mit dem, nein, mit dem Foul, nicht mit Assist. Wunderschön eingeleitet. Warte, was ist denn auf Candeas? Da glaubte man schon, dass alles gelaufen ist. Dann 86. Minute Eckball von Kartei getreten. Auf Gordon. Gordon steht hier gar goldrichtig. Oh, Nummer 2. Das war ja kein Hüpfen. Das habe ich gesehen. Gleich ein extra Training einlegen. Ja, dann Murphy. Gut abgewehrt und jetzt 90. Minute. 90. Stolignac per Flanke auf Gordon. Völlig frei. Ja, und dann hat das Spiel sein Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn die Cup-Spiele losgehen. Jawohl. Bis dann, haut rein, mach's gut und ach, das ist gut. Ciao.